Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem fantastischen und famosen Dying Light 2 Let's Play. Und mit dabei ist natürlich auch wieder die einzig wahre fliegende Kartoffel, The Flying Potato Cat. Hallo. Ja, hallihallo, hallöde. Oh mein Gott. Ich habe kaum Ausdauer, das wird nicht gut, was ich hier gerade tue. Ich habe leider vorher Shift gedrückt, das war ein Fehler. Oh mein Gott. Was versuchst du denn jetzt? Da hat einer eine Leuchtrakete abgefeuert. Ich bin abgestürzt. Ich bin am Boden in der Nacht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, was ich hier gerade tue. Hier ist ein unbekannter Ort. Ja, das ist schön für den unbekannten Ort. Ich muss gerade versuchen zu überleben. Das ist das, was ich gerade tue. Ich so Honig! Honig! Kann ich mir Arznei machen? Ist eine Sicherheitszone. Es ist ja sehr schön für die Sicherheitszone. Ich habe hier aber wieder einen Auftrieb hier. Ich schmeiß mal kurz den Generator hier an, weil dann haben wir hier eine neue Bude. Ich habe einen Aufwind gefunden. Kann ich weiterfliegen. Guck mal, jetzt haben wir hier ein neues Night Runner versteckt. Das ist doch geil. Ja, super. Ne? Bin richtig stolz auf dich. Ja. Du bist doch schön erwachsen. Impfstoffbehälter erkannt. Anomalie, Nachtaktivität. Ah, scheiße. Sie haben ein Sperrgebiet betreten. Ich weiß jetzt gerade noch nicht so richtig, wo ich... Ich fliege. Hier vorne ist aber alles Chemiegebiet und hier sind Schreier und ich werde die auslösen. Es wird Jagd geben. Ja, die Jagd hat begonnen. Ich hab's angekündigt, dass es passieren wird. Ich hab's gesagt. Warum? Weil ich Schreier. Über eine GAI-Anomalie hinweggeflogen. 300 Meter noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist ein Fetti. Glaube ich. Das sind große rote Symbole. Große rote Symbole? Ja, das ist nicht gut. Ich muss mich heilen. Hier ist Wasser. Als ob die in Wasser können. Never ever! Ich habe auch ganz zufällig die Jagd ausgelöst. Das ist natürlich Danke für die Hilfe. Etwas ungünstig. Ich habe gehört, dass der Ort, nach dem sie suchen, zerstört wurde. Da vorne ist, glaube ich... Danke. Adi, das ist vorbei. Kein besonderer Trost. Ich weiß, ah, scheiße, fuck man. Vielleicht helfen. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Kann der schwimmen? Weiß ich nicht, nee. Also doch, ja klar kann der schwimmen, ich bin dumm. Natürlich. Du kannst schwimmen, ja, aber die Gegner nicht. Ich bin fast da. Ich schwimme gerade über den Fluss. Na, ich bin fast da. 20 Meter. Ich warte hier auf dich. Wenn eh alle Spieler benötigt, von daher. Kannst du nochmal wieder woanders stehen, weil dann kann ich Schnellreise machen. Ja, jetzt. Woanders stehen. Die Jagd hat begonnen, du hast die Jagd mit dir hergebracht. Ja, die ist bei mir leer, die Leiste. Die füllt sich jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit dem Spiel passiert. Cutscene und also Jagd. Das ist so voll das Soundmassaker, ne? Lawan, du hattest recht. Nur noch Ruinen. Lawan? Also hier ist im Questgebiet eine Jagd mit lustig. Hier ist Aiden. Aiden, gut Sie zu hören, mein Sohn. Sie sagten, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Ich wüsste gerne wie. Nicht über Funk. Kommen Sie zum Schiff. Zum Hauptquartier. Ich werde selbst bald dort sein. Okay. Au, was? Ich glaube, die Jagd ist vorbei. Geht's auch weiter? Ah, okay. Aha. Ich dachte gerade, das Spiel wäre abgestürzt. Oh, was war? Lass uns bloß von hier verschwinden, Greg. Hey!
Hey, was ist passiert? Habt ihr mich gerade gerettet? Nee, die haben dich ausgenommen. Was zum Henker ist hier passiert? Deine Niere geklaut und dein Kleingeld. Alles weg, alles. Coole Herausforderung. Ah, 220 Meter, das kriegen wir aber easy hin, oder? Einfach ein bisschen fliegen. So ein Riesenschiff da hinten hin. Das ist das Hauptquartier der Peacekeeper. Warte mal, eben Alter, meine Ausdauerleiste komplett auf Null. Das hat gerade so gereicht. Upgraden, Medizin und so Sachen. Oh ja. Knallstock. Einzigartige Upgraden. Fernkampfwaffe, was ist das denn? Ist das eine Knarre? Achso, oder das ist eine Knarre, ja. Das ist die einzige, die es gibt im Spiel. Das Problem ist, ich habe kein Geld. Ich habe aber Geld. Guck mal ganz kurz, ob ich die herstellen kann, die Knallwaffe da. Ja, kann ich herstellen. Sechsmal sogar. Ich habe nur 693 Geld. Ich hab den Knallstock. Klar. Ach, das ist ein Verbrauchsgegenstand, okay. Du willst den Knallstock sehen? Ach, kann ich gar nicht zeigen. Ja, zeig mir mal deinen Knallstock. Guck mal raus. Kann ich nicht hier. Das ist wie ein Molotow-Cocktail. Das soll gleich im Kampf machen hier. Was machen Sie? Halt! Biomarker! Das sieht aus wie Akron. Akron. Hier. Wie wer? Wie Akron. Melde ich bei Maya im Kommando. Der Commander ist auf dem Weg zurück. Also ähnliche Gesichtszüge. Ja, stimmt. Danke. Die sehen eh alle sehr ähnlich aus, finde ich. Außer, dass manche sehr deformiert aussehen. Mich erinnert die Gesichtsanimation immer so ein bisschen an Fallout 3 in den Dialogen. In einem Jahr wirst du Corporal zu mir sagen. Du musst einfach zusehen, dass du genug Ausrüstung hast. Hey, wo ist die Zentrale? Dort! Na schön, Männer. Wir kümmern uns um die UV-Lampen und kehren zur Basis zurück. Sollte alles rund laufen, schnell und einfach. Los, los, los! Tja, die PK-Basis ist recht groß. Wir tun alles, um euch zu bewaffnen. Wirkt auch etwas sicherer und aufgeräumter und vor allem sauberer. Aber es regnet auch rein. Das ist Schwachsinn. Oh mein Gott, warum regnet es? Also ja, das ist... Ich wette, er dreht sich Schiff. Aber ich dachte auch gerade, es regnet in einem geschlossenen Raum. Hätte ich dem Spiel auch zugetraut. Ah, du. Ich kenne dich doch aus der Kantine. Ja, die hat aber ein nasses Gesicht. Du weißt, der Kampf in der Kantine? Kann sein. Keine Sorge. Du kannst echt deinen Mann stehen. Das respektiere ich. Aiden, stimmt's? Der Commander will, dass du zu unserer Gruppe gebrieft wirst. Missy heißt dich willkommen. Wer ist Missy? Das ist der Name des Schiffs, auf dem du hier stehst. Es spielte während der Revolution eine entscheidende Rolle. Die Missy sollte Medikamente, Masken und andere wichtige medizinische Ausrüstung ausliefern und dann heimkehren. Aber da gab es schon keine Heimat mehr. Sie und die Besatzung konnten nirgendwo mehr hin. Und jetzt? Jetzt dient sie als PK-Hauptquartier und Kommandozentrale. Alle Befehle und Anordnungen kommen von hier. Schlau, einfacher zu verteidigen als ein Gebäude. Ganz genau. Wo ist Matt? Im Feld. Er ist in Old Villador auf eine Spur gestoßen. Du musst warten.
Siehst du die Tafel da? Es gibt Unmengen zu tun und mir fehlen Leute. Willst du uns unter die Arme greifen? Wir zahlen gut. Sanitäter, schnell! Scheiße, das ist Major Matt. Sanitäter, irgendwas ist passiert. Mach Platz! Zur Seite! Er verblutet! Scheiße. Peter sieht gar nicht gut aus. Bringt ihn zur Krankenstation und ruft die Sanitäter! Wir müssen ihn retten! Halten Sie durch, Aether. Wir lassen Sie nicht hängen. Hören Sie? Auf geht's. Wie hält der eine denn die Tür fest? Sieht aus wie einen gebrochenen Arm. Wir haben zu viele Leute in Old Villador verloren. Jack wird alles unternehmen, um herauszufinden, wer das war. Neue Nebenquest. Ich überleg grad, ob wir die verfolgen, aber nee, oder? Nee. Nee. Ich will für die Picastings machen, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir dich beim Clown erwischen, verlierst du eine Handkuppe. Keine Ordnung ohne Schrecken. Aiden! Ja. Ich bin Aiden. Reden wir noch ein bisschen mehr in diesem Part. Und drehen wir deinen Rücken zu, okay? Wissen Sie, was das ist? Dieser Schlagring gehörte zuerst Commander Lucas. Dann wurde er an Aether weitergegeben. Ja, ich weiß, von mir. Ja, was in Old Villador passiert ist, das darf nicht wieder geschehen. Wir müssen die Stadt retten, Aiden. Gib mir doch einfach den Schlagring. Vor dem Schlechter und seinen Männern. Was auch immer sie planen. Okay, aber über Funk sagten sie, dass sie Informationen für mich haben. Ja, bevor wir uns darum kümmern, sagen Sie mal, Aiden, wofür brauchen Sie diese Datenbank? Was ist da gespeichert? Das geht dich gar nichts an. Ach, ich suche meine Schwester. Was ist mit ihr passiert? Vor langer Zeit hat Walt sie verletzt. Er nahm sie mir weg. Und ich will, dass er mir sagt, wo sie ist. Ob sie noch immer irgendwo am Leben ist, oder... Deshalb suche ich nach der GRE-Kommandozentrale, um dort auf den Servern auf Walts Datenbank zuzugreifen. Also haben wir einen gemeinsamen Feind. Der da wäre? Walt. Das ist die rechte Hand des Schlechters. Er pumpt seine Männer voll mit Hemmstoffen. Wir können sie beide schnappen. Ich habe sie hergebracht, weil ich weiß, dass sich ein paar GRE-Wissenschaftler in der Stadt verstecken. Wir haben einen von ihnen aufgespürt. Kurz vor dem Angriff der Abtrünnigen. Klingt nicht übel. Wenn ich den Wissenschaftler finde, kriegen wir raus, was er weiß. Wenn er nutzlos ist, finden wir einen anderen. Und noch einen, bis sie die Antworten bekommen, die sie suchen. Warum verstecken sich die ehemaligen GRE-Leute? Sie fürchten den Zorn der Leute. Die Leute sind wütend, weil die GRE die Infektion verbreitet hat. Es ist also wahr, dass die GRE das Virus brachte? Wer sonst? Es heißt, auf ihren Stützpunkten haben sie Experimente durchgeführt. Sie brachten Container aus Haran, bei Nacht und Nebel, damit die Regierung nichts mitbekommt. Und dann brach alles zusammen. Aus Rache jagte man die Wissenschaftler und erhängte sie an Laternenmasten. Und tötete so die einzigen Menschen, die in der Lage waren, ein Heilmittel zu finden. Es gibt kein Heilmittel und es wird nie eins geben, Aiden. Das ist GRE-Propaganda. Na gut, was wollen Sie als Gegenleistung? Was glauben Sie, was ich will? Vielleicht das Gleiche wie Sie. Die Stadt hat wieder Strom. Die Abtrünnigen greifen an. Sie haben zum ersten Mal seit Kriegsende unsere Posten im Stadtzentrum angegriffen. Aber es haben sich auch neue Möglichkeiten für uns ergeben. Dank der Elektrizität können wir die größte Antenne im Stadtzentrum in Betrieb nehmen. Auf der Spitze des VNC-Turms. Was? Sie wollen den Schlechter per Funk besiegen? Gewissermaßen. Mit dem Signal erreiche ich eine große Anzahl von Menschen. Die Kommunikation zwischen den Siedlungen wird verbessert, wir können mehr Rekruten anwerben und die Stadt verteidigen. Und es wird einfacher, die überlebenden GRE-Ärzte zu finden, die sie suchen. Ich werde meinen Teil beitragen, aber welche Garantie habe ich, dass Sie mir danach helfen? Vertrauen Sie mir etwa nicht, Aiden? Ich bin noch nicht so lange hier, aber ich merke schon, dass Versprechen in dieser Stadt selten gehalten werden. Wenn wir keinen der GRE-Wissenschaftler finden, verspreche ich Ihnen, Waltz für Sie zu schnappen. Sie arbeiten mit Lawan. Das lässt mich vermuten, dass Sie auch nach ihm suchen. Okay, ich bin dabei. Gut. Der Schlechter hat einen Grund für seinen Angriff. Ich will sicher gehen, dass diese Stadt sicher ist. Um jeden Preis.
Alles in Ordnung, Sir? Mayor wird Ihnen unseren Plan erläutern. Begeben Sie sich sofort zu ihr. Oh, und Aiden. Sie müssen mich nicht Sir nennen. Freunde nennen mich Jack. Okay, Jack. Wir sind keine Freunde. Wollte ich gerade sagen, also. Sir. Also. Ich bin jetzt nicht so überzeugt, dass wir Freunde sind und ich... Was bilden sich die Leute eigentlich immer ein, ne? Ja. Ich will nicht dein Freund sein. Ich mach das jetzt auch nur da alles, weil das Spiel mir keine andere Wahl lässt. Sonst wäre ich hier schon weg von diesem Schiff. Suchst du Arbeit? Ja. Suche Arbeit. Hey, du! Willst du wieder in die Außengebiete geschickt werden? Halt's mal. Den Biomarker so, dass man ihn sehen kann. Matt schickt mich. Ja, er wollte, dass ich dir das hier gebe. Eine kleine Belohnung dafür, dass du uns Peacekeepern geholfen hast. Eine UV-Tasche könnte von Nutzen sein. Danke. Er erwähnte einen Plan. Der VNC, Tom. Jetzt, wo die Lichter an sind, können wir über die TV-Antenne eine Mobilmachung verkünden. Aber zuerst müssen wir auf die Spitze gelangen. Und das ist ein weiter Weg. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr über diesen Radiosender auf dem Turm. Es ist das höchste Gebäude in Villedor. Es war einst das Symbol für die Größe der Stadt. Jetzt ist es ein Symbol für ihren Untergang. Warum sagst du das? Diese Antenne könnte die Stadt wieder zusammen... Junge, bei mir ist immer wieder so eine komische Nase im Bild. Und jetzt Zähne. Was dann passiert. Nichts Gutes, denke ich. Verdammt richtig. Hast du das auch? Das Leuchtfeuer, das die Stadt erhellen könnte, ist eine Todesfalle. Wir hoffen, dass das dieses Mal nicht so ist. Wir werden sie mit UV-Lampen beleuchten. Guck immer so von rechts eine Nase ins Bild. Gute Erinnerung daran, dass man den Part bei Home Tanks auch gucken kann. Ich möchte eigentlich nichts von der wissen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ah, jetzt kommt die Nase, jetzt habe ich sie gesehen. Von Position? Das wären sie, wenn Juan vom Nachschub mal seinen Job machen würde. Und das hat er nicht, nehme ich an. Er spielt schon dieser seit Klum, Klum hat er da. Und ist viel zu spät. Alter, was ist jetzt los? Es geht richtig ab bei mir. Sieh also erstmal nach. Oh, jetzt sehe ich auch die Zähne. Was da los ist. Und wenn du ihn findest, dann tritt ihm kräftig in den Arsch. Mit schönem Gruß von mir. Oh Mann, was soll das? Weiß es nicht. In UV-Taschenlampe, yay. Gibt's hier eventuell einen Händler? Ich würde gerne mal wissen, ob ich ein paar Sachen verkaufen kann. Ich hab doch... Wir haben eine UV-Taschenlampe. Ja, müssen wir ausrüsten. Ist egal, brauch ich nicht lesen. Ich kann mir schon vorstellen, wie die funktioniert. Ist wie jedes andere Item, was man nutzt. Ist hier ein Händler in dem Bumsschuppen hier? Keine Ahnung, ich bin auf dem Weg raus. Such halt. Hier sind eh alle Spieler benötigt. Muss dann eh auf dich warten. Nee, das war doch egal. Dann gehe ich einmal zum Händler, weil ich hatte das letzte Mal, als wir was gekauft hatten, da habe ich irgendwie Scheiße gebaut. Und ich will mal gucken, ob ich davon jetzt wieder das verkaufen kann. So, verkaufen. Eine Schande, das zuzugeben. Hier dieses Oxidationsmittel, da habe ich einfach so lächerlich viel von. Das war aber auch ein Bug, dass du so viel kaufen konntest, das ist nämlich ziemlich selten, das Zeug. Ja, ich hatte davon eben gerade über 300. Ja. Ich kann jetzt auch... Ja, also so richtig was kann ich nicht verkaufen. Scheiße. Wobei doch Klamotten kann ich noch ein paar verhökern. Verhöker mal kurz die ganzen Klamotten, die ich nicht trage. In der Hoffnung, dass mir das ein bisschen Geld bringt. Mhm. Bald ich mal hier. Bin dabei. Die Leute wollen, dass es weitergeht. Hast du gehört, was ich schreibe schon Kommentare ganz wütend, ne? Oh, der Home Tank schon nicht. Wieder. Sitzt er da wieder 5 Stunden? Spiel geht nicht mehr weiter. Home Tanks, muss das denn sein? Richtiger Bastard, dieser Home Tanks. Ja, ne? Teleportier dich, wenn du fertig bist. Ich denke, wenn man hier noch Sightseeing-Tour. Teleportieren. Hey.
So. Teleportieren. Ah, jetzt, achso, jetzt teleportierst du mich. Alles klar, ja. Ich kann mich auch nicht selber teleportieren. Hallo. Hallo. Ah, nee, nicht mit dem. Da, hier die Tür. Wer bist du? Ah. Auftrag. Ich soll ja den Status einer Bestellung prüfen. Ja, ja. Wer bist du? Auftrag. Denken, wir haben hier eine magische ich suche nach Juan Reyna. Du bring mich einfach zu deinem Commander und du bist mich. Es ist dringend. Der Commander hat mich geschickt. Irgendwie übereinander gelegt, ja. Man muss hier Jacques, mir soll sich die Zeit nehmen. Und ich habe mal Philippe, brauchen wir natürlich Appell. Ich kann eine Nachricht aufnehmen. Nein, ich muss persönlich mit ihm reden. Wo ist er? Leider kann ich nicht helfen. Wo Monsieur Rainer ist, ist seine Privatsache. Rainer? Warte, wenn es sein muss. Sonst noch. Monsieur Rainer! Matt wird nicht glücklich sein. Juan kümmert sich nicht allzu sehr um die Gefühle des kleinen Majors. Komm gerne wieder. Die hinten eine Badewanne. Oh mein Gott! Also, die will ja mal hier richtig Liebe machen, glaube ich. Also, ich glaube, das ist irgendwie. Also. Na, Juan? Du dich kannst du dich bewegen? Ich arbeite nee. Daran. Maya ich sehe das Bett. Mich zum Nachschub geschickt. Interessanter Haufen. Also UV-Licht Bett. Der PKs, die ich getroffen habe. Was? Das UV-Licht Bett sehe ich hier. Das Geschäft ist wahr, ich gucke die Wand an. Verstehe. Kann mich aber nicht bewegen. Ich kann ihren Boss nicht finden. Juan? Ach, weißt du, der macht sich gerne rar. Lungert wahrscheinlich beim Fischauge rum. Die Kantine? Der clevere Bastard hat sogar einen eigenen Tisch da. Besticht den Koch, um Dinge zu bekommen, die nicht auf der Karte stehen. Er lebt, als wäre der Untergang nie gewesen. Ich werde dort nach ihm suchen. Viel Glück bei der Suche. Und viel Glück, wenn du ihn gefunden hast. Ja, und jetzt? Kannst du dich bewegen? Nee, kann ich nicht. Nicht? Nee, kannst du dich bewegen? Ganz schnelle Reise machen. Jetzt kann ich mich bewegen. Ja, wieso kannst du dich bewegen? Ich kann gar nichts. Kannst du keine schnelle Reise machen? Ich kann ja nicht mal die Karte öffnen. Ich sehe dich nicht mal bei mir. Hey? Bei mir steht auch die ganze Zeit, warten sie darauf, dass andere Spieler fortfahren. Ich gehe mal ganz kurz raus. Hallo? Ich bin stuck. Ja, ich gehe mal kurz raus. Vielleicht geht's dann. Oh mein Gott, wo muss ich denn? Achso, ich muss eh zu einem anderen Typen wieder reden, glaube ich. Oder kannst du mich Port zwingen? Nee, ich kann nur mich zu dir porten. Gerade. So habe ich mich ja frei bekommen. Ich versuche gerade irgendwie einen Ort zu finden, wo ich dafür sorgen kann, dass du dich porten kannst. Da muss ich aber erstmal eben kurz raus. Schade, den Generator kann man nicht. Es ist draußen heute der Tag, das ist doch mal schön, oder? Er ist verantwortlich für das Bombardement am Schwarzen Montag. Hier bist du richtig. Und den Tod von 2 Millionen Menschen. Ja, also das, Digga, das ist die beste Folge bisher. Ja, Mann, ich suche schon gerade. Ich schau gerade. Hier ist eine U-Bahn-Station. Kann man hier vielleicht? Ist hier auch ein Ort, wo man schlafen kann in der U-Bahn-Station, ja. Bei Betten ist doch immer, dass du. Jetzt kannst du dich teleportieren, oder? Nee, da steht, warten sie darauf, dass andere Spieler fortfahren. Kannst du. Warte. Du kannst mich doch Port zwingen. Ja, ja, ich kann dich zum Port zwingen. Ich mach das gerade. Ja, jetzt werde ich. Nee, jetzt bricht er ab. Jetzt bricht er ab. Mach nochmal. Ja, geht nicht. Dann musst du neu raus, wieder rein oder so. Ich weiß es nicht. Dann steige ich jetzt einmal auf. Wie nervig. Ich bin extra hierher gelaufen. Dieses Spiel ist. Ja. Deine armen Zuschauer. Wollte ich jetzt sagen. Ja. Die das hören mussten. Meine Zuschauer sind mir völlig egal. Boah. Der Schlechter ist unser größter Feind. Also, ihr seid mir nicht egal, meine lieben Leute. Ich liebe euch sehr. Mir sind deine Zuschauer nicht egal. Aber meine Zuschauer sind das ja von mir gewohnt, dass sie mir egal sind. Was? Meine Zuschauer sind dir nicht egal, aber wenn die dann zu deinen Zuschauern werden, werden sie dir egal, oder was? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ach so, ja, das macht sehr viel Kannst Sinn. Kannst du mich nochmal neu einladen? Einladen auch noch? Dann sind ja jeder dein Steam-Namen, alle meine Freunde auf deiner Freundesliste. Oh nein. Unfassbar. Voll der Leak jetzt.
Alles nur, weil du zu dumm bist. Ja, ich habe beschlossen, aufgrund meiner Dummheit würde ich, glaube ich, gut in das Entwicklerteam. Du bist 380 Meter von mir entfernt gerade. Ich weiß auch nicht, warum du da hinten bist. Ich habe keine Ahnung. Also da hilfst du mir nicht wirklich viel, da wo du bist. Kannst du mich porten? Nee, ich geb dir gerade nichts zum Porten, weil ich gerade weitergelaufen bin. Weil ich mir dachte, wenn du jetzt schon neu reingehst, dann laufe ich schon mal vor. Dann kommst du ja, dann spawnst du ja bei mir, dachte ich mir. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Nee, das hast du richtig erkannt. Dem ist tatsächlich nicht so. Normalerweise ist das ja so. Aber du bist nicht mehr so weit weg von mir. Ich bin auf dem Weg. Ja, du bist auch auf jeden Fall Missionsziel, wie es aussieht. Von mir aus. Lustigerweise. Achso, ja, ich bin schon da. Okay, sauber. Aber ich mache hier gerade noch ein episches Parcours gerade. Also richtig episch gerade, was ich hier mache. Über die Zugstrecke. Also meine Zuschauer haben mir gerade richtig episches Parcours zu sehen. Oh Mann, immer brauchst du so lange, Alter. Was soll gleich das? Guck mal, wie schnell ich bin. Gib doch mal Gas. Nee, immer Gas gibt's hier nicht mehr im Spiel. Gas gibt's hier nicht mehr. Russland hat das Gas zugedreht, weißt du nicht? Hast du nicht was mitbekommen? Ah, nee, war anders. Wir wollen das Gas nicht mehr. So war's. Wir finden Gas ist nicht mehr so gut. Ich bin noch da. Das Spiel verhält sich auch gerade bei mir super weird. Tja. Juan Reyna? Hast du dich verlaufen, Mann? Wir haben da ist Reyna. Ich habe Befehle, dich zu suchen, von Meyer, also noch dem Commander. Mein Name ist... Ich weiß, wer du bist, Aiden. Nach dieser Aktion mit den Abtrünnigen will die halbe Kantine ihren geliebten Nachwuchs nach dir benennen. Einschließlich Winnie hier. Aber du hast unsere Mahlzeit unterbrochen. Nenne dein Anliegen in einem Satz und verschwinde danach bitte wieder. Du weißt sehr genau, warum ich hier bin. Die UV-Lampen. Meyer sagt, du schuldest den Peacekeepern eine Lieferung. Und du glaubst, dein Gebell macht Eindruck bei mir? Der Obertrottel Jack glaubt, dass er seinen Terrier schicken kann und alle machen sich dann vor Schreck in die Hose. Aber was kann ich auch erwarten? Der erkennt nicht einmal den Unterschied zwischen Champagner in einem Kristallkelch und Wasser in einem Hundenapf. Kein bisschen Finesse. Ist doch so. Oder, Vinny? Ich weiß nicht. Keine Angst. Es ist ja nicht so, als würde Jack hier einmarschieren und dich hängen lassen. Zumindest nicht jetzt. Ach, Vinny. Lass dir endlich ein Rückgrat wachsen. Du willst meine Aufmerksamkeit, Aiden? Zeig mir, dass du sie verdienst. Was kannst du anbieten? Eine ewige Wartezeit kann ich anbieten. Ich weiß nicht, worüber geht. Sieh mal, ich kann dir genauso gut helfen, wie ich Matt helfe. Daran zweifle ich nicht. Ich habe gehört, du seist ein Pilger. Du bist aber neu hier. Wenn du ein paar Bauern den Schädel einschlägst, verhält sich das Spiel bei dir auch gerade sehr, sehr komisch. Du musst eine lange Ladezeit gerade eben gewesen, ja. Jeder hat seine eigenen Wünsche, seinen eigenen Preis. Dein Turm. Nur was meinst du mit komisch? Passt mir noch nicht so ganz. Die FPS schwanken die ganze Zeit sekündlich. Mhm. Immer um 15 nach oben, 15 nach unten, 15 nach oben, 15 nach unten. Nee, das tut's für mich nicht. Ja, wirklich so bing, bing. Bei mir ist aber gerade, warten Sie bing, darauf, dass andere Spieler fertig bleiben. Das dauert ewig lange. Hör mal, aber mir auch ich gerade. Ich versuche nur zu helfen. Ich brauche diese Lampen. Jetzt geht also das Kriechen und Betteln los. Das wird richtig toll. Brauchst wirklich du sie? Oder Jack, was hat er dir versprochen? Sieh mal, du solltest liefern und ich wurde gebeten, dafür zu sorgen. Und wie willst du das tun? Willst du vielleicht mit deinen hübschen Augen klimpern? Ich sage ja nicht, dass du nicht mein Typ wärst. Das bist du nämlich. Ich brauche aber einen Grund, bevor ich Winnie das Herz breche. Du musst dich also noch etwas mehr anstrengen. Okay. Haben wir jetzt gerade die B-Frage endgültig geklärt? Offensichtlich. Es fehlt nur die Rettich-Frage. Oh mein Gott, wie lange ich warten muss. Deine Zeit ist um.
Meine Zeit ist vorbei, du hast mein Interesse nicht wecken können. Ich hätte eigentlich noch was auswählen können, aber... Was willst du, Juan? Hä? Keine Ahnung. Wie es so schön hieß, wenn du nach dem Preis fragen musst... Was passiert hier gerade? Mission fehlgeschlagen. Echt? Ja, weiß ich nicht. Das ist ganz schön weird alles hier gerade. Was das aber auch ganz schön weird ist. Dass die Folge zu Ende ist. Ja, zum Glück eigentlich auch, wenn man ehrlich ist. Aber ja. Bis auf Funkspruch. Ich habe noch nie so einen Typen getroffen. Ich hab's dir gesagt. Irgendwie ist das Spiel auch irgendwie gerade voll broken. Übelst kaputt. Ja, vielleicht ist es bei der nächsten Aufnahme wieder besser. Und damit im nächsten Part. Ja, ich hoffe es, weil gerade ist wirklich so dock. Also ich entschuldige mich bei meinen Zuschauern, dass es jetzt einfach nicht guckbar ist. Das ist halt echt weird. Naja, guck mal, jetzt geht's wieder. Jetzt läuft er wieder flüssig. Ist ja echt super seltsam. Komisches Spiel, ja. Aber das war's, ne? Also Folge ist zu Ende. Das war's. Willst du noch meine Waffe sehen einmal ganz kurz? Deine Waffe? Ja. Deine Waffe. Peng, Peng, komm her. Ich sag Peng, Peng, komm zu mir. Ja, ich fahr jetzt nach unten. Tschüss. Ja, da wollte ich eigentlich nicht hin. Das bin ich gleich tot deswegen, weil du das dann. Warum sind wir deswegen tot? Ich bin Warum? Gleich tot. Weil ich hier runterfallen muss, um zu dir zu kommen. 50 Meter. Zeig mal. Ein Bogen. Nee. Peng. Jetzt ist er kaputt. Was Peng? Du hast einen Bogen in der Hand. Junge, ich hab mit der Waffe geschossen. Ich schwöre bei Gott, du hast ich bei mir Ich schwöre gar bei Gott, ich hab geschossen. Du hast bei mir ich gar Ich bin Atheist, ich glaube gar nicht an Gott. Ich schwöre trotzdem auf Gott. Ich schwöre bei... Das sag ich jetzt lieber nicht. Ich weiß nicht, wer das hier sieht. aber wirklich, du hast bei mir einfach gar nichts gemacht. Du hast einfach nur den Bogen in der Hand. Aber gut, was wir auch in der Hand haben, ist das Ende dieser sehr verrückten und problemgeplagten geplagten Folge. ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich gehe ins Bett. Tschüss. Ja, gute Nacht. Bis dann. Tschüss.